Warum lutschten du nicht? Oh, wait a minute. Will die Sachen ja raus. Jetzt hatte ich zweimal Pull gemacht gehabt, ne? So, jetzt wird ein Schuh raus. Meckert auch noch unbedingt seinen Platz. Genau, hier ist jetzt Hydrogen. Oh, ich hab vergessen. Was ist das? Hey. Ah, ich habe die Items vergessen, hier wahrscheinlich einzustellen, ne? Input, Output. Input. Output. Jetzt wird Ethylen produziert. Substrate wird nicht rausgelutscht. Warum das denn nicht? Ah. Bisschen ungewohnt, dass man das jedes Mal einstellen muss, aber naja. So, Substrate wird jetzt erst einmal gelöscht. Ist vollkommen in Ordnung. Ja, keine Panik. Das ist gewollt fürs Erste. Weil wir werden es später für die richtig großen Reaktoren und sowas brauchen. Aber fürs Erste machen wir es weg. Da machen wir zur Not nochmal eine separate Produktion für oder sowas. Die Hauptsache ist, dass wir erstmal genug produzieren, dass wir nicht dahinterher fallen. So langsam, die Jungs. Andererseits müssen sie sich halt erstmal auch jetzt die Kabel füllen, das ist halt echt viel. Glaube, das pumpt sich mit zusätzlich noch hier hinten dran, also. Das wird wahrscheinlich. French. Bisschen blöd. Wir machen jetzt erstmal den hier. Haben das Ganze hier fürs Erste. Um dann natürlich, ne? Einfach die Kabel hier hinzusetzen. Glaube, die Heat Generator können wir dann jetzt auch gleich erstmal wegmachen. Die haben fürs Erste ausgedient, würde ich behaupten. Vermaupten, so einfach kreisen.
Und wir sollten auch mal anfangen. Etwas Glühten, ja. Die Kabel hier oben zu ersetzen. Wie man jetzt schon sehen kann, ist unser Stromnetz reichlich voll. 3 Mega-FE. Statt 3 Kilo-FE. Glaube ich, dass es Kilo sind. Also das ist schon sehr heftig. Und das sind nur die roten. Also das sind halb rot und halb grüne hier gerade. Also das ist halt insane, Junge. In der Theorie können wir die hier auch wegmachen. Weil Ethylen ist halt krass, was Produktion angeht. Aber mein, stört hier niemanden hier, oder? Ja, mich stört's, das sieht voll scheiße aus. Ja, ich weiß. Ich weiß. Spitzhacke schneller? Ah, nicht wirklich. Dann sind wir jetzt übrigens einen großen Schritt näher an dem ME, ja, ME-System. Ich will mal AE-System sagen oder ME-System. Am ME-System. Holy moly. Das Einzige, was wir jetzt nur noch brauchen, sind halt die Maschinerien für das ME-System. Und einen Ort, wo wir es hinstellen. Oh, zum Hinstellen. Wie gesagt, ich hatte halt eigentlich ursprünglich die Towns Hall benutzt, aber ich glaube, das kann ich hier nicht so wirklich machen, außer ich baue es halt unter die Towns Hall. Aber dann werden wir auch Quantum Entanglo Porter brauchen für die Energie. Wenn wir so oder so brauchen. Aber dann brauchen wir halt zwei. Braucht man sowieso. Hey, ihr wisst, was gemeint ist. So, jetzt wird er mal fertig hier. Weil das wird auch sehr hart in die roten Steinchen gehen. Ja, wobei eigentlich nicht mal, ne? So, Dille. Hätten wir das auch erledigt? Hast du denn schon alles erledigt? Schauen wir, dass wir alle direkt umwandeln können. Okay, alle geht nicht, aber immer ein Großteil wenigstens. Dann haben wir jetzt noch mal ein paar parat. 60 Karotten, 25. Scheint sich zu halten. Und ja, brennt tut's gerade nichts, weil nichts gebraucht wird, außer der Freund hier. Oh, da ist viel dran. Na, wird halt nur der gerade benutzt. Und jetzt können wir wenigstens gleich all unsere Maschinen Speed-Upgrades geben. Ja, das Ding da kommt weg. Sieht ja schrecklich aus. Noch sehr unsicher für unsere Kolonisten, hör mal. Eine Güte, es wird immer voller. Wie viel passt da rein? 51,2 KFE pro Tick. Also ja. Und fast bei 10 Mega-FE. Ich glaube, wenn wir gerade so nicht rankommen, oder? Oh, hey. Weiß ich nicht. Komm doch mal raus aus der Wolke hier. Ah, gerade so nicht. Ärgerlich. Knacktot.
Wasser kommt genug rein in beide, ja? Wunderbar. So, Runtime ist auch in Ordnung. Ja. Da sieht man, Energy Density 580 FE pro Millibucket. Ich möchte anmerken, 1000 Millibuckets ist ein Eimer. Also wir kriegen es ist spät. 580 mal 1000. Und 580.000 FE pro Bucket. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel produzierst du nochmal damit? Millibucket. Also 10 mal. Also ne? 10 mal ist ein Eimer. So produzieren wir jetzt schon 58.000. Das ist schon krass. So, wir können jetzt, wie gesagt, unsere Maschinen Speed upgradern. Trotz und Osmium, das wird allerdings nicht reichen. Bam, badam, bam. Den einen jetzt echt nicht mitgenommen? Das ist übrigens so ziemlich alles nur noch Kohle hier drin, das gemeint wird, deswegen ein Ritching. Angeschrieben, um die Uhrzeit schon wieder. Ist doch erst 11 Uhr. Glas haben wir. Ein bisschen mehr mit, die Steinchen, die wir brauchen. 8, 16, 22, 28, 36, 40, 48. Da brauchen wir mehr von denen. Reichlich Quests zum Abgeben wieder, ne? Ja. Naja. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Das Gratis-Zeug. Mensch, hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Na, jetzt so, da, danke. Hier, den? Nee, doch. Oh. Einmal rein hier. Einmal hier rüber. Dann können wir eigentlich auch direkt schon mal anfangen, welche zu machen und dann die bald schon mal aufzuwerten. So, genau. Speed Upgrades macht man so. Ne? Braucht es 6? Ja. 6. Das ist auch 6. Obwohl. Du brauchtest 4. Also wir brauchen jetzt noch 8, 16, 24. Voll. Voll. Keine. Ja, 24 brauchen wir insgesamt noch.
End. Oh, wait a minute. Ach, 16, 24. Habe ich mich echt verzählt? Oder war ein Stack echt nicht ausreichend? Krass. Wo sind. Ne, hier sind. Oh. Ja, gut, dann machen wir halt mehr, ne? Also, Schaden tut's ja nicht. Eisen haben wir da ein bisschen. Geht das auch schnell. Und zwar richtig flotti Karotti. Oh Gott, das war auch so ein Kinderspiel, ne? Flotti Karotti. Oder so ein Spiel als Kind, die hätte ich gerne mal gehabt. Yikes. Ihn hier zwischengeschaltet zu haben, schadet dem Ganzen ein bisschen sehr. Er lutscht aber richtig hart. Holy moly. Ganz ruhig hier jetzt. Vier ist in Ordnung. Holy moly. Egal, das Ding lutscht richtig hart die Power weg. Da ist ja auch 8 Energie drin, ne? God damn. Weiß nicht mehr, warum ich Panik hatte, weil. Oh nein. Er lutscht richtig viel Energie. Ist ja nicht so, als könnte ich es, keine Ahnung, ausmachen. Ich möchte gerne Energy Cube aber upgraden. Bräuchten dafür. Ruhig zweimal. Ein, zwei. Redstone. Rezept kann ich mittlerweile auswendig. Oben. In die Ecken und Osmium links, rechts. Osmium links, rechts. So, zack. Zack. Noch größeren Storage. Zack, direkt voll. Und mit dem größeren Storage können wir jetzt auch, weil ich lustig bin, schon aber nicht ein Jetpack machen. Und zwar hier so eins. Und ich das hier. Stone oder Copper zuerst. Oh, dann für ein Stone. Ein Wood Jetpack. Lever Straps. Ja, das war ein. Ja, ich glaube, da will ich. Wenn ich das crafte, will ich dann doch lieber erstmal im E-System haben. So, zusätzlich. Haben wir noch ein paar Eimer, oder? Zusätzlich 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein! Oh nein! Nu? Das echt hat 2 Quellen gezählt? Das ist ja frech. Ja, dann. Irgendwie. Anyone? Ja. Gut. So, dann können wir das, diese Abscheulichkeiten hier auch mal wegmachen. Ihr habt uns gute Dienste erwiesen. Aber ihr seid jetzt unnütz. Entschuldigung.